Schwerverletzter Radfahrer. Am Donnerstag kam es auf der Kavalierstraße in Höhe Nantegasse zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger Radfahrer wollte mit seinem Rad die Hauptstraße fahrend überqueren und kollidierte dabei mit einem Renault. Durch den Aufprall wurde der Radfahrer schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die 51-jährige Fahrzeugführerin blieb unverletzt. Der Sachschaden beträgt 2.200 Euro.